So viel hole ich da jetzt nur auch nicht raus. So. Die Frage, wo fahren wir hin? Ah, ich fahre mal hier lang. Benzin haben wir noch genug, ja. Wir müssen uns Autos suchen, wir müssen Autos knacken. Und nach Motoren suchen. Boing. Erst nochmal hingucken. Like schaut. Wow. Gefühl, das ist alles wahnsinnig laut teilweise. Oh, wir sind mal Abstand hier. So, das war kein Motor. Dann nehmen wir doch gleich das nächste. Weiß nicht, ob in diesen ganz kaputten Dingern überhaupt Motoren drin sind. Nein, da nicht. So. Zum Glück stehen hier auf der Straße wirklich Autos genug, da wird ja wohl irgendwann irgendwo mal ein Motor drin sein. Aua, fallen mir die... Alter, macht das schon immer so fiese Geräusche und ich hab's nicht mitgekriegt, weil irgendwie mein Sound leiser war oder was ist da los? Das nehmen wir schon. Filter. Das lieben wir ja. Das sieht ja auch nicht sinnvoll aus. Licht geht uns auf in der Dunkelheit. Das ist ja zum Kotzen. Aber es gibt doch auch irgendeinen Skill. Er hat noch ein bisschen Abstand. Naja. Salvage Operation. A French harvest for the faster and gains for more resources. Dann machen wir mal das. Wenn wir jetzt eh schon so viel
hier auseinandernehmen. Ob es hilft, weiß ich nicht. Dass jetzt die Chance auf Batterie, Motor etc. verbessert, keine Ahnung. Aber das ist zumindest alles andere mehr. Das ist ja auch toll. Hat's den weggepfeffert. Ist aber auch unverschämt. Mich hier so bei der Arbeit zu stören. Wir haben einen Motor, jawohl. Gut. Spaß, der sah alles mächt, gar keine Frage, aber Zweck ist erfüllt. Das gibt's ja nicht. Ich will jetzt wissen, ob es auch XP gibt, wenn man die platt fährt. Kann das sein, dass ich gerade nicht so treff? Ja. Ich wackel mit der Maus gerade zu sehr. Oh. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Gott. Na gut. Sah mir nicht nach XP aus. Schade eigentlich. Man muss auch echt ein paar Mal über die drüber fahren, damit die verrecken. So, Dilly, ab nach Hause. Und immer näher der Aufnahmepause. Weil ich natürlich. Boah, der war gut erwischt. Die Nacht 35. So lange will ich das heute definitiv nicht mehr durchziehen. Das würde mir zu lang dauern, das wären ab jetzt noch anderthalb Stunden. Das ist mir zu viel. Will aber auch in der nächsten Aufnahme nicht direkt in die Nacht 35 reinfallen. Ein bisschen Vorlauf ist immer gut. So mal alles zu checken, was zu checken ist. Sehr gut. So. Ja. Du armes, gequältes Mensch. Ja, ich gehe erstmal nochmal heim und leite jetzt die ganze Scheiße aus, die ich einstecken habe. Hau mir nochmal was zu essen rein. Bla bla.
Ist ja schon wieder völligst fertig. Mit der Nerven und mit der Welt. Uah. Ah, ja, du hast es aber auch schwer. Meine Herren, was dir mehr abverlangt wird, du. So. Schraubfedern, Plastik, Electrical Parts, Mechanical Parts. Richtig was an Benzin haben wir nochmal geholt. Bisschen Öl. Mal jetzt auch wieder. Den Motor brauchen wir noch. Scheinwerfer. Der Rest gehört woanders hin, ne? Jawohl, das haben wir alles bewusst noch da gelassen hier. Das ist diese Reihe. Na, gut. Das und das und das und das. Das und das. Langsam müsste eigentlich auch mal mein Mais fertig sein. Diesmal wirklich, nicht wie beim letzten Mal. Na? Achso. Kann nicht rennen, weil wieder fix und fertig. Ist nicht so der geborene Spurter. Zack. Motor rein. Den jetzt mitten in der Nacht zu testen. An sich für auch keine gute Idee. Da ich mich, das Kabel hängt ja sowieso so ein bisschen quer. Im Grunde genommen. Jetzt doch jetzt auch nichts schaden, oder? Das Kabel kann man auch durch die Wand verlegen. Aber das hier einfach zumachen. So. Ist hier wahnsinnig viel Fläche. Ich glaube, ich muss weit mehr Eisen produzieren. Das ist ja. Eine Reihe sind 15. Naja. So. So. So, hier schon mal glatt abschließend. Ach ja, hier komme ich ja gar nicht mehr raus. Ja, ich habe gerade meine Verbindung nach hinten gekappt. Ist ja großartig. Jetzt habe ich einstecken. Naja.